Alter, was geht ab, Leute? Hunger aus Pasing. Ich bin da gerade die Straße runtergelaufen. Da waren so viele Leute. Da vorne sind auch richtig viele. Event ist im vollen Gange. Oder hat gerade gestartet, eher gesagt. 11 Uhr. Das ist mein Sternstück. Direkt reinschmeißen und los geht's. Schauen wir mal, was so abgeht. Ich zeig euch mal die Menschen, die Masse hier. Aber nur für München Pasing. Also mit so vielen Leuten habe ich echt nicht gerechnet. Servus. So. Ich suche mal Leute, die ich kenne. Servus. Wir kennen uns nicht, aber jetzt. Alles klar. Jetzt weiß ich, dass ich der Yogi bin. Okay. So. Servus, Leute. Okay, viele, die mich kennen, aber immer noch keinen, den ich kenne. Servus, alles Gute. Hi, danke. Danke. Okay, da ist endlich jemand, den ich kenne. So, bevor ich es vergesse, ich habe noch eine kleine Wette am Laufen. Ich habe 3 Tartini schon gefangen. Da habe ich noch eine Menge. So, und zwar werden in 3 Stunden mehr Drachen fängt. 4,56, also jetzt habe ich 4,59. Da können wir auch noch gleich schauen, wie viel Staub ich am Anfang des Events habe und wie viel danach. Servus. So. Komm, du bist wohl empfindlich. Ja, was geht ab? Das ist schon schön. Nee, noch nicht. Ja, gerade das erste. Das ist mein erster Shiny. Ich muss ein bisschen zur Seite gehen. Meine Begleiterin. Keine Ahnung. Okay, da kriegt man den Gold. So. Wenn ich wirklich Curve werfen kann. Mit einer Hand. Also ich hoffe auf den besten Satz natürlich, dann werde ich den direkt entwickeln. Ich werde den wahrscheinlich auch so direkt entwickeln, aber schauen wir mal. So. Und? Oh mein Gott. Kein Kommentar. Einer, ja, passt schon, passt schon. Ich hab Shiny! Servus, los, gleich einfrei. Technische Probleme gedacht, wieder im Griff, ja. Ja. Servus. So, zweiter Shiny. Gar nicht bemerkt. Ich hab Ananas geworfen. Der ist zappelig hier. Alter. So. Hoffentlich ein bisschen besser, da kann ich den direkt entwickeln. So. Immer noch echt eine Menge los. Oh, zweite. Der wird direkt entwickelt, auch noch über 600. Nur noch 5 Minuten. Zeit zum Entwickeln. Ich entwickle nur
mein bestes Shiny, damit der Draco-Meteor bekommt. Ich werde jetzt die anderen nicht durchchecken, weil ihr seht gleich, wie viel ich gefangen habe. Dass das meine Idee war. So. Shiny. Alter, meine Finger sind so kalt. Ich kann die gar nicht mal mehr bewegen. Hier. Der kriegt's. Ja, wir müssen vorlaufen. Komm, Conny. Und los. Bin gespannt. Und? Okay, jetzt erstmal Shiny Dragon. Der sieht noch ganz cool aus. Den können wir uns nach dem Event auch noch entwickeln. Also, das kann vorbei. War echt lustig. Viele bekannte Gesichter und so viel los. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, weil letzte Zeit war da eher Flaute, aber da ging es echt wieder krass ab. So. Schauen wir uns kurz meine Ausbeute an. Hier die ganzen Dratinis. Ich habe die meisten am Anfang verschickt. Also was heißt die meisten? 4, 5 am Anfang, ansonsten alle behalten. 5 Shinies habe ich gesammelt. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Shinies ihr gefunden habt. Einen habe ich direkt entwickelt. Und ich habe auch bei vielen gesehen, 100er Shiny Dratini, beziehungsweise jetzt dann Dragoran mit Draco Meteor. Richtig saftig. So, Staub Update. Um die 150.000 Staub gemacht, echt nicht schlecht. Dreifach Staub war krass. Taboga gefangen mit Sternstück, 1600 Staub, was abnormal ist. Und hier nochmal die Medaille dann. Die Wette ging sich dann doch nicht mehr aus. Meine Konkurrentin hat ein bisschen geschwächelt. Aber wo ist die Drachenmedaille? Ab! Ich habe jetzt die andere Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube über 100 gefangen. Springt nochmal zurück zum Anfang des Videos und dann vergleicht das mit der hier. So, Fazit. Event war top, hat mir sehr gefallen. Nächsten Monat auf jeden Fall wieder Community Day in Pasing. Meine Vermutung, Doppelbonbon. Und es gab einen kleinen Leak. Man denkt, Bisasam kommt nächsten Monat. Mit so einer krassen Pflanzenattacke. Aber das ist noch nicht bestätigt, also das sind nur Vermutungen. Aber schon sehr wahrscheinlich, also erinnert euch an meine Worte. War auf jeden Fall cool, die ganzen Leute zu sehen. Shoutout an alle, die ich getroffen habe. War echt lustig, sogar die Münchner Nord-Raid-Gruppe war am Start. Und die verlassen den Norden eigentlich nie, sind nie in Pasing am Start. Aber diesmal schon. Und was gibt's sonst noch? Neue Einladungen. Ich habe sogar eine bekommen. Das war echt unverdient diesmal. Die habe ich echt nicht verdient. Hier. Und zwar für das Mahnmal. Und zwar für das Stolos, was wir gemacht haben davor. Was ich hier eingeblendet habe. Die ganze Woche nicht geradet. Ich habe halt nur meinen Pass verbraucht, den täglichen. Irgendwo, irgendwann, bei mir in der Arbeit. Und dann einmal ein Raid gemacht und dafür die Einladung bekommen. Richtig unverdient. Eigentlich genauso wie die Leute, über die ich mich davor immer beschwert habe. Aber wenn man einmal im System ist, dann ist man halt immer im System. Und die Bedingungen waren mal wieder ein bisschen großzügiger. Sogar diese Arena hier hat endlich einen EX-Raid bekommen. Steinbrunnen. Normalerweise kommen da nie genug Leute zusammen, um den zu triggern, um den zu aktivieren. Aber diesmal hat der Einladung bekommen. Und im Parsing sogar Food Court und Mahnmal gleichzeitig. Und die sind in derselben Zelle. Oder? Sind die in derselben Zelle? Oh mein Gott, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, die sind in derselben Zelle. Müsste eigentlich schon sein. Also, falls mir irgendjemand zuschaut, der genauer weiß. Ich habe das unten in den Kommentaren, aber ich glaube, die sind in derselben Zelle. Und die sind gleichzeitig jetzt da. Und ich habe einen verrückten GPS-Drift. Worüber haben wir geredet? Also, Community Day nächsten Monat. Ich bin am Start in Pasing. Wahrscheinlich Bisasam. Und wahrscheinlich Doppelbonbon. Neue Einladung. Ich habe eine bekommen. Richtig unverdient. Neue Kriterien. Leichter. Möglicherweise 2 in einer Zelle jetzt. Muss nochmal genauer analysiert werden von den ganzen Freaks. Eine Sache hatte ich noch, aber irgendwie kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ist egal, Event war auf jeden Fall geil, hat mich echt gefreut, die ganzen Leute zu sehen. Wie gesagt, nochmal Grüße an alle, wie immer echt wenig Zeit mit allen, genug Zeit zu verbringen. Ansonsten, Shiny Dratini am Start, kein 100er, kein Shiny 100er, also ist kein Problem für mich. Ansonsten, das war's, schreibt unten in die Kommentare, wie viele Shiny ihr gefangen habt, wie viele 100er, wie viele Shiny 100er und wie ihr das Event fandet. Und das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab,
Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.